Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Haben wir auch Ton? Ja, wir haben Ton, das ist gut. Den bräuchte man nämlich. Und geht auch dann direkt los. Gerade sind wir noch beim K-Stern, da habe ich schon zwei Wasserwälder gescannt, die terraformierbar waren. Und ja, es sind glaube ich noch zwei Sprünge zum nächsten Bookmark. Ich weiß es gar nicht, was es ist, aber geht momentan ganz gut voran. Ja, wir schauen mal, was uns so der Weg läuft. Tun wir Planeten scannen, wenn irgendwelche potenziell interessante Biosignale da sind, ob man dann landet, sei dahingestellt. Hier ist ja schon mal nichts, denn da gibt es eigentlich nichts außer ja, von jedem etwas. F, K, M und ein brauner Zwerg. So. Und dann wird es auch schon interessant. Oh, ein B-Stern. Ja, ja. Ich bin interessiert. Er ist unentdeckt, das ist schon mal sehr gut. Es ist sogar noch was im System dabei. Planet, das ist ja noch besser. So, dann gucken wir mal. Und zwar B-Stern, ja, 245 Sonne, Radie. Und was haben wir hier? Hochmetallheilige Welt, die ist eigentlich ziemlich weit entfernt. Landbar sogar, 0,7 G. Ja, nicht ganz kreisförmig die Bahn. Bei weitem nicht. Haben wir hier irgendwas? Na, ich glaube, da wollen wir jetzt nicht unbedingt hin. So, mir gucke aber mal, wo es denn hingeht. Tja, ich würde fast sagen, warte mal. Da. Dann können wir den Projektor abfrühstücken. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ach, guck mal hier. Sogar B-Stern nochmal. Moment. Wer ist denn hier? Wer kommt denn da hin? Aha. Ach, stimmt. Der Michael ist wieder aktiv. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Hat, ohne, hat er wahrscheinlich aufgehört. So, wir gucken mal ganz kurz, ob auf dem Weg irgendwas ist, was uns so schreiend ins Auge springt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Weil irgendwie habe ich mein Scan-Verhalten oder mein ja, Planetescan-Verhalten ein bisschen geändert. Guck mal, hier haben wir auch eine Riese, auch nur einer. Weil irgendwie, ich scanne jetzt öfter schon mal die Eisplanete mit Argon-Atmosphäre, nur dem coolen Fund zuletzt, aber tja, ja, da können wir weiter. Aber oft hast du auch nur die Bakterien und die lohnen sich dann ehrlich gesagt nicht. Das ist, obwohl ich zuletzt habe ich auch noch ein paar gesammelt. Aber ja, die komische Tarnbakterie, die du kaum siehst und dann kriege ich nur 1 Million dafür. Uff. Ist ein bisschen grenzwertig. Na, ja, wir lassen uns mal überraschen. Ihr wisst ja Bescheid. Kann auch sein, dass wir schon bald wieder in einer Region sind, wo es irgendwie überhaupt nichts gibt. Dann kommen wir halt irgendwie besser voran. Kann sein, dass wir dann nochmal in eine Region kommen, wo man zwar keine Biosignale findet, aber jede Menge terraformierbare. Kennen wir ja alles.
Okay, hier ist nichts. Na gut. Ein bisschen Sprit mitnehmen. Ja, perfekt. Ja, ansonsten unser Scan-Date belaufen sich momentan auf so 96 Millionen. Doch schon wieder. Nicht schlecht. Und die Biodate immerhin schon bei 140 Millionen. Das ist ja sehr schön. Da sehen wir es auf jeden Fall wieder, wie sich der Balge bewegt, wenn man die Date abgebe. Das ist sehr gut. Okay, wir sind jetzt in einer Region, da ist überhaupt nichts. Wir haben mal kein Glück. Naja, und gehört auch dazu. Ah ja, okay, da ist jetzt ein bisschen mehr. Auf den ersten Blick auch kein zweiter Stern im System. Mhm. Tank ist auch wieder voll, perfekt. So, das scannen wir mal. Okay, dann. Oh ne, ist nur felsiger Himmelskörper. Ja, da war doch noch was. Ich dachte auch, dass ich da vorhin aus dem Augenwinkel was gesehen habe. Der wollte wieder extra Wurst, der Planet. Da hat sich auch schon mein Programm gemeldet. Nur gerade im Augenwinkel gesehen. So, was haben wir dann alles? Die Nummer 7 ist terraformierbar. Biosignal haben wir nicht. Der hier. Na, guck mal, gar nicht so weit weg für A-Stern. Das geht ja noch. Dann fliegen wir da mal hin, würde ich sagen. Okay, die Nummer 4 ist hier noch in der Nähe. Na, da will ich jetzt nicht hin. Er hat uns aber, na, so ein bisschen eingefangen, verlangsamt hat er uns. Jetzt geht's wieder weiter.
Meine Katz guckt mich gerade mit großer Aue an. Das hast du geplant, hä? Ja, dachte ich mir doch. Und die ganze Zeit hat sie direkt am Computer gelegen, hat geschlurft. Und da merkt sie, Sercha hat was zu tun, da muss man doch direkt eingreifen. Weil das hat nichts mit ihr zu tun. Ja, kann auch sein, dass die Kleine mal raus muss. Deswegen fliegen wir da gerade noch hin. Ich versuche noch die Sonde abzusetzen und dann gucke ich mal, was die will. Eigentlich ist es halt irgendwann ganz okayes Wetter. Da können sie noch raus, ohne dass es nass wird, gell? Warte noch kurz, bis die Sonde ingeschlossen, damit man das Ding safe haben. Tja, und dann werde ich halt mal gucken, so was die will. Weil wenn sie so da hockt, wie sie es jetzt momentan tut. So, Server Scan complete, das liest man gerne. Und ja, gleich geht's weiter. So, da sind wir wieder. Katze ist dann endlich was essen gegangen und dann wollte sie auch raus. Habe ich mir fast gedacht. So, dann können wir auch, denke ich, ungestört die Folge hier fertig machen. Ja, na, da wir dann eine Terraformierbare gescannt haben. Nächstes Ziel ein A-Stern. Ich habe mich gerade angeschrieben, der Michael Kupi Nummer 1, zahlreiche Objekte, der hat Probleme mit dem Chat. Dass er keine Nachrichten kriegt oder nicht verschicken kann. Hat Probleme. Dann ist es wohl kein Port-Problem. Chat. So. Ja, da gab es ja schon, das ist jetzt ein bisschen her, wo es dieses Chat-Problem gab, wo man einfach nur sporadisch, manche Leute konnten mal was schicken, manche nicht und so. Ja, das. Da können wir nichts machen, nur ein bisschen vom Stern weg. Ja, keine Ahnung. Also ich habe noch nichts festgestellt. Nicht auszuschließen, dass du natürlich wieder bei Front hier was im Argen liegt. Ich denke, das ist ein Windows 11 Problem. Das kann man ehrlich gesagt nicht vorstellen. Obwohl andererseits die Vergangenheit lehrt, Windows-Probleme können für alles die Erklärung sind. Das Härteste, was ich da mal gehört habe, das ist auch schon, das ist schon Jahre her. Das war noch zur Zeit von Windows XP.
Ja, so Windows XP, Windows 2000. Da wollte mal LAN-Party machen. Und ein Kollege hat, der wollte vorher noch ein bisschen üben. Und er hat übelste Probleme, das Spiel zu starten. Es hat nicht funktioniert. Und der hat alles probiert, wie das übliche Domus, Grafikkarte, Treiber, also Virus drauf oder so, oder backt sonst irgendwas rum. Und was war es am Schluss? Drucker-Treiber. Wie er denn die installiert hat, ist das Spiel wieder gelaufen. Das war so das ziemlich Beste, was ich in der Hinsicht gehört habe. Naja. So, aber wie gesagt, das ist lang her. Terraformierbare haben wir hier schon. Das ist dann wahrscheinlich der hier. Genau, und der hier. Ja. So, Nummer 6 ist hier und das andere. Wo bist du? Wahrscheinlich bei der 5, oder? Nee, oder wie? Du bist doppelt mit dem Dreier. Dreier, wo bist du? Ja, das geht noch. Das ist noch in Ordnung. 1800, ja. Ah, 4, da. Oh, cool. Stimmt, hier habe ich sogar das Supergroßassistent wieder drin. Das ist ja nett. Ja, der ist in der Hauler leider nicht drin. Da ist nämlich kein Platz für so Spielerei. Das ist beim T6 schon ein bisschen angenehmer. Da. Oh, Moment. Was sehe ich denn hier? Ha, Moment. Moment. Kleine Planänderung. Wir gucken uns das noch an, damit wir da wenigstens noch was hoffentlich Schönes sehen in der Episode. Da ist nämlich ein Mond nah am Ring, Endorsen 800 Kilometer. Ja, das schauen wir uns an. Und wenn es nur aus dem Orbit ist. Das ist ja überhaupt landbar, theoretisch. Müsste ich das nicht angezeigt kriegen? Nee, ist nicht landbar. Naja, aber gucken wir uns trotzdem an, würde ich sagen. Ja, stimmt, ja. Nee, ja, mein Programm wird mir das hier anzeigen, ob er landbar ist. Und, ja, steht nichts da. So. Gucken wir uns das halb an. Dann ist der Vierer ist dann auch nicht so weit weg. Eigentlich kommen wir nur zuerst vorbei. Ja, da müssen wir sehr schnell deine Vierer scannen. Und dann gucken wir uns den Mond an. Ja, das passt so besser. Nein, Moment, Moment, Moment. Da. So, das sollte eigentlich reichen und dann können wir. Oh, der Ring scannen wir auch noch, wenn wir schon mal hier sind. Ist zwar wahrscheinlich nur Gesteinsring, oder? Gerade so sieht's aus. Das sind halt eher die uninteressante. Da gibt es irgendwas von Belang. Ja, es gibt sogar Hotspots. Muskravit. Oh, das können wir hier am besten sehen. Sepsis.
Sphären, die mit Alexandrit. Ja, Alexandrit ist doch nicht so schlecht, oder? Naja. Brauchen wir jetzt nichts. Gut. Beziehungsweise, wir können die jetzt eh nichts machen und. Nee. Wenn überhaupt, dann brauchen wir den Platz im Carrier für weiteres Tritium. Und das machen wir wie schon irgendwann gesagt, nur wenn wir die Reise offiziell abschließen, dann machen wir vorher noch mal ein oder zwei Mining Sessions, wo wir, keine Ahnung, irgendwas anderes hole, Painit, keine Ahnung, irgendwas, was man noch verdicken könne. Aber das ist noch weit hin, weil ich weiß auch noch überhaupt nicht, wann irgendwie die Reise zu Ende ist oder wir sind ja hier noch nicht fertig und so oft wie ich aber zu Melide Spiele komme, das ist immer noch bis dieses Jahr in dem Sektor hier beschäftigt. Eieiei. Naja, aber es gibt hier auch in dem kleinen Bereich, wo wir hier rumfliegen, immer wieder was Schönes. Also insofern sind wir ja nicht falsch. So, gut, da kriegen wir hier doch noch ein schönes Bild. So. Zack. Ja, wenn, dann feuern wir jetzt hier auch noch die Sonne auf den kleinen Mond ab. Das sollte eine reiche. Natürlich nicht. Okay, wie du meinst, dann kriegst du halt noch Sonde. Kein Problem. Dann haben wir doch hier auf jeden Fall was gesehen. Das ist doch nicht schlecht. Ein Hotspot. Nee, wir wollen mal weg. So. Das sind die Hotspots. Wo müssen wir jetzt hin? Nee, Moment. AB5. AB5 ist der. Ah, der ist jetzt am weitesten weg. Das ist ja super. Aber zum AB6 müssen wir jetzt noch. Das ist der andere Terraformierbare. Den müssen wir ja mitnehmen. Das ist ja keine Frage. Ja, aber ich glaube, das sind jetzt ja, sind noch 3600 Lichtsekunden. Ihr wisst dann eh, was kommt. Unsere Zeit haben wir dann auch schon. Deswegen würde ich sagen, Krübel, Krübel, für wann ist die heutige Folge? Ich habe keine Ahnung, aber ihr habt auch noch kein Wochenende. Das wäre ja unfair, weil ich habe noch lang keins. Insofern wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.